Heute schauen wir uns gleich drei S-Bahnen in einem Video an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report. Dieses Video basiert hier auf zwei Dingen. Zum einen aus fahrplanmäßig notwendigen Reisen und dem Wunsch, eine bestimmte Strecke noch zu fahren, die ich noch nicht kenne. Und zum anderen und vor allem auf euren Wünschen, die so unter den Videos aufgetaucht sind. Da sind nämlich mehrfach ein paar bestimmte S-Bahnen aufgetaucht und davon kann ich ein paar auch in diesem Video gleich kombiniert vorstellen. Wir fangen jetzt hier an mit einer relativ normalen S-Bahn und ich bin jetzt hier in der S5 unterwegs. Das ist die S-Bahn Rhein-Neckar und ich fahre von Meckesheim über Hoffenheim und Sinsheim bis zum Endhaltepunkt in Eppingen. Eine eingleisige Strecke hinter Sinsheim bis nach Eppingen. Die lag bisher irgendwie noch nie auf meinem Reiseweg, deswegen wollte ich die mal hier mit einbauen. Das hatte jetzt heute ganz gut gepasst. Ist ein landwirtschaftlich genutztes Gebiet, was man da hauptsächlich durchfährt. Ist landschaftlich jetzt nicht direkt spektakulär, ist aber eine hübsche Gegend. Macht also auch Spaß, sich das anzuschauen. Hier treffen wir jetzt schon auf die Strecke, auf der ich gleich weiterfahre. Die S-Bahn-Strecke von Heilbronn kommend geht dann weiter, unter anderem in Richtung Karlsruhe. Ich steige jetzt hier in Eppingen aber aus. Dabei können wir noch mal ins Fahrzeug reinschauen. Ist hier also noch eine unmodernisierte S-Bahn, der S-Bahn Rhein-Neckar, mit den typisch bekannten harten, aber sehr aufrechten sitzend, aber wie gesagt, für eine S-Bahn ist das ja auch in Ordnung. Wir steigen jetzt um auf die nächste S-Bahn. Das ist die S-Bahn von Karlsruhe. Die hat ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ihr seht es jetzt hier schon an den Fahrzeugen. Wir haben einen dreiteiligen Triebwagen. Im vorderen und hinteren Teil gibt es jeweils zwei Türen und Nahverkehrssitze. Der mittlere Teil hat keine Türen und bequemere Langstreckensitze, die also eher einer Regionalbahn oder einer regulären S-Bahn entsprechen. Eigentlich ist es nämlich keine reguläre S-Bahn, denn das ist eine Mischung aus Straßenbahn und S-Bahn. Denn die Züge können in Karlsruhe selbst, aber auch in Heilbronn im Stadtgebiet mitfahren, also ganz normal auf Straßen, sind also auch als Straßenbahn zugelassen. Hier seht ihr gerade den Abzweig in Richtung Sinsheim, über den ich gerade gekommen bin. Wir fahren jetzt aber bis nach Heilbronn zum Hauptbahnhof. Zum Einsatz kommt jetzt hier in meinem Fall ein Fahrzeug vom Typ GT8-100C. Das sind die ältesten, die jetzt hier noch so im Betrieb regelmäßig anzutreffen sind. Es gibt auch noch zwei modernere Varianten. Einen davon sehen wir später auch noch. Wir fahren jetzt hier gerade am Leintal-Zoo vorbei. Und ihr seht hier, wir durchfahren auch einige Haltestellen, denn es gibt hier normale S-Bahnen, es gibt Sprinter und es gibt Eilzüge. Und die Sprinter und die Eilzüge, die halten dann nur an den wichtigsten Haltestellen. Hier erreichen wir jetzt gerade Heilbronn und hier kommt jetzt die Besonderheit. Während jetzt links von mir die Gleise zum normalen Hauptbahnhof gehen, fädeln wir hier jetzt aus dem normalen Schienennetz aus und wechseln ja quasi auf Straßenbahngleise und halten dann auf dem Bahnhofsvorplatz von Heilbronn. Hier seht ihr zum Beispiel gerade eines der moderneren Fahrzeuge, mittlere Generation sozusagen. Und hier seht ihr die neueste Generation. So, jetzt seht ihr es hier, jetzt fahren wir plötzlich auf Straßenbahngleisen und erreichen dann direkt danach auch Heilbronn Hauptbahnhof und dort steige ich auch schon aus. Hier seht ihr es auch nochmal mit den Nahverkehrssitzen und hier fährt die S-Bahn nun aus, die fährt noch weiter bis nach Weinsberg und dabei eben einmal mitten durch die Innenstadt von Heilbronn. Weiter geht's für mich nun im neuesten Fahrzeugtyp, das ist der ET 2010. Typ Bombardier Flexity Swift, funktioniert aber nach dem gleichen Prinzip wie die älteren Fahrzeuge. Im vorderen und hinteren Wagen
Nahverkehrssitze, wie auch im Bus zum Beispiel oder in der Straßenbahn, und im mittleren Wagen dann etwas komfortabler. Die sind hier aber deutlich weniger komfortabel als in dem älteren Fahrzeug, sie sind deutlich härter gepolstert, haben aber eben zum Beispiel noch eine Kopfstütze, sind also schon bequemer als die Nahverkehrssitze. Und jetzt fahren wir hier auch wirklich einmal komplett durch die Innenstadt von Heilbronn, eben auch als Straßenbahn erstmal. Überqueren hier den Neckar nochmal und sind jetzt hier wirklich mitten in der Innenstadt am Rathaus. Ihr seht jetzt auch Gegenzug, die S4 in Richtung Karlsruhe. Und dann gibt es hier eben noch die S41 und 42, die fahren dann durch die Innenstadt genauso und wechseln dann bei Neckarsulm auf die Bahnstrecke und fahren dann entweder nach Moosbach oder nach Sinsheim. Hier sind wir jetzt also auch noch im Stadtgebiet von Heilbronn als Straßenbahn unterwegs. Und ja, gerade eben diese Fahrzeuge hier der S-Bahn Karlsruhe, die ja gemeinsam mit der S-Bahn Heilbronn fährt. Also das ist so, sie gehört jetzt hier zur Stadtbahn Heilbronn. Die ist aber ein gemeinsames Netz eigentlich mit der Stadtbahn Karlsruhe. Sind ja über die S4, mit der ich gerade gefahren bin, miteinander verbunden. Man kann also die Stadtbahn Heilbronn sozusagen als Ergänzung zur Stadtbahn Karlsruhe und zur Übertragung des Konzeptes von Karlsruhe auf Heilbronn sehen. Ihr seht es hier, also wir sind nach wie vor als klassische Straßenbahn unterwegs und queren jetzt hier gerade die reguläre Eisenbahnstrecke zwischen Heilbronn und Neckarsulm und wir fahren eben als Straßenbahn bis Neckarsulm. Ja, und gerade eben diese beiden Stadtbahnkonzepte von Karlsruhe und Heilbronn hatten sich jetzt einige schon in den Videokommentaren gewünscht. Eigentlich war gewünscht die längere Strecke bis Sinsheim, das hat jetzt einfach vom Fahrplan her nicht hingehauen. Das ist ja zusammen mit den letzten Videos mit der Krebsbachtalbahn entstanden und da war es von den Anschlusszeiten her einfach viel zu knapp. Das hat einfach alles nicht so ganz hingehauen, deswegen habe ich jetzt hier nur das Stück von Heilbronn bis nach Bad Friedrichshall. Ich hoffe, das ist so auch in Ordnung. So haben wir ja auch den Straßenbahnteil und den S-Bahnteil sozusagen mit dabei. Denn hier haben wir jetzt schon den Bahnhof von Neckarsulm und hier wechseln wir jetzt von unseren eigenen Straßenbahngleisen auf die reguläre Eisenbahngleise zurück. Haben direkt nachdem wir die Eisenbahngleise erreicht haben, auch direkt schon wieder den nächsten Bahnhof. Nächsten Haltepunkt, sind jetzt aber eben wieder auf der regulären Bahnstrecke unterwegs, die zum Beispiel auch der RE8 von Stuttgart nach Würzburg befährt. Fahren dann jetzt hier am Audi-Werk vorbei und kommen dann langsam nach Bad Friedrichshall. Es ist einfach ein sehr interessantes Konzept, was man hier hat. Man kombiniert also den innerstädtischen Verkehr mit dem Regionalverkehr, spart sich so das Umsteigen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes und cleveres Konzept. Hier haben wir jetzt Bad Friedrichshall erreicht, hier steige ich aus und um. Und damit endet dann dieses Video auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr fandet es interessant. Hier seht ihr jetzt, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Und ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich wie immer über Likes, Kommentare, Abos oder natürlich auch einen geteilten Link und wir sehen uns dann hoffentlich ganz bald im nächsten Video wieder.